Hallo und willkommen zurück bei Bioshock Infinite, DLC. Ich werde es nicht lernen. So, dann gucken wir mal hier weiter. Wir müssen immer noch unsere komische Frost-Power lernen und irgendwie den Schock-Jockey müssen wir auch noch lernen. Damit wir hier irgendwie weiterkommen. Aber die Splicer haben das hier alles so gut versteckt. Da finden wir halt nichts. Doch, das können wir eigentlich nehmen. Wir brauchen noch Eve. Ja. Sind hier in der Damenabteilung gelandet. Benötigt 3 Lockpicks. Scheiße, ich habe nur noch 2. Tolle Wurst. Da werden wir doch nie wieder hinfinden. Da gucken wir mal hier oben. Okay, irgendwo ist hier trotzdem immer noch einer. Ah, hier ist ein Lockpick. Geld, Geld. Munition. Ein Damenschuh. Tja. The Future. Okay, okay, okay. Aber irgendwo turnt doch noch einer hier rum. Ah, ist er wahrscheinlich hier drin, oder? Weil hier unten, die haben wir ja erledigt und die werden wohl jetzt auch nicht so schnell wieder respawnen. Das ist natürlich das Schießen etwas schwieriger. Machen wir mal hier den Reload, dann können wir das wieder aufheben. Oh, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Also hier die Leute, die waren echt irgendwie arm anscheinend. So viel Geld finde ich hier nicht. Oh, hallo. Hallo Fisch. Okay, also irgendwie die Damenschuhe haben denen hier nicht so wirklich gepasst. Was hier passiert ist, will auch keiner so genau wissen. Mal irgendwas übersehen, irgendein Geheimnis. Kommen wir hier rein? Wieso kommen wir hier nicht rein? Ah. Zahlenwalze drehen, okay. What? I was here. Don't forge. Okay, das heißt, wir brauchen hier wieder irgendwo eine Kombination. Vielleicht finden wir die ja irgendwo. Moment, von da sind wir gekommen. Ja, Mist.
Ich wollte jetzt eigentlich dahin, wo wir den Lockpick gebraucht haben. Ach, das ist sie. Es war doch auch in der Damenabteilung. Aber, wo? Wo da genau? Ich habe ja gesagt, wir werden es nie wiederfinden. Doch, da. Elizabeth. Let me see. Ja, macht ja schon auf. It's done. So, ich hoffe, das lohnt sich hier halbwegs. Ein Lockpick. Ring. Irgendwas hier drunter? Nein. Halsband. Audiotagebuch. I keep dropping audio diaries in the pneumotubes, like a message in a goddamn bottle. Hoping one will get through and someone will save me. If you get this, send help. I'm holed up in the shoe storeroom. The code's 0928. Naja, 0928. So, das ist der Code, den wir gebraucht haben. Oh, das haben wir auch total übersehen. Ah. Holen wir diesmal Schild. Na komm. Fertig werden. Can you get this open? Oh, this won't take long at all. There you go. Wir hatten das hier zugemacht. Ja, stirb endlich! Wieso hatten die jetzt hier so einen komischen Respawn und wieso hatte ich bei meinem komischen Skyhook-Angriff kein Ziel? Naja. Habe ich auch wieder alles viel, viel zu hektisch gemacht. So, wo war hier das Schloss? Da. Null. Ach. 09 2 8. We are men of tomorrow. Shit! So, wechseln wir mal wieder hier auf die ganz normale Knarre. Schnelle Hand, Nachladegeschwindigkeit. Ach, du ahnst es nicht. So, laden wir das mal kurz nach. Wobei das jetzt sehr affig ausgesehen hat. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn er da so schnell nachlädt. Upp. Ah ja, okay. Er hat sich auch hier selbst gerichtet anscheinend. Wollen wir
Auf jeden Fall mal die Gesundheit packen wir ein. Munition, Leiche, auch noch Munition. Schrank, nix, nix, nix. Jupp. Heartless. That's what this town is. All my audio diaries begging for rescue came back on red, marked return to sender, insufficient postage. Naja, ich hab's ja bekommen, aber ich war anscheinend hier leicht zu spät. Dafür könne man ja nichts. Mir zu spät irgendwie kommen, das ist ja... Ging halt nicht schneller. So, da höre ich doch schon wieder irgendwelche Stimmen hier. Na komm, komm hier um die Ecke. Okay, Gesundheit brauche ich zwar so jetzt nicht. Leer, 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 leer. So. Dann haben wir aber hier auch alles, oder? Was liegt denn hier rum? Geld aufheben. Also, wir haben diese zwei Verstecke aufgemacht. Sehr schön. Aber ich denke mal... Ah, die müssen wir gerade nachladen. So. Dann können wir auch den Rest hier nehmen. Damenschuh. So, jetzt sind wir wieder... Da, wo wir hin sollten. Plasma department is back that way. I'm sure we'd find something useful there. Where do you get off? Mr. DeWitt, Eve! Jupp, danke! Ich bräuchte aber trotzdem so langsam mal hier irgendwie einen Shop. Ist da hinten einer? Ich glaube, du sahst aber auch nicht wirklich hübsch aus, oder? Kann das sein? Ich habe so im Augenwinkel gesehen, war nicht gerade der hübscheste Kerl. Okay. Nee, erstmal hier. So, machen wir das auf jeden Fall. Fähigkeitsblitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen, nehmen wir auch schon mal mit. Weil das wird ja jetzt wohl unsere nächste Kraft werden. Oh, da gucken wir mal. Das ist voll. Das ist auch voll. Wunderbar.
Na toll. Man sollte immer zuerst gucken, ob man nicht noch irgendwo Munition findet. Okay, Fontaine's Plasmids. Da wollen wir rein. Hier Schockjockey kaufen, suchen, finden. Was auch immer. Hier gibt's nichts. Komisch. So. Ja, mach mal auf. It's done. Mhm. I saw you looking at her, staring at her bosoms like some sailor. Erreichen wir die? Nee. Mist. Ups. Oh ja. Och, dann halt so. Ist ja noch einer. Die hätten aber jetzt viel dabei. Die hätten ja richtig die Taschen voll. Ja, toll. Und hier haben sie natürlich alles hier kaputt gemacht. Okay. Trink mal ein bisschen Eve. Okay, das haben wir eigentlich. Geld. Kaffee brauchen wir momentan nicht. Aber Ration sollten wir mal einschmeißen. Da ist nichts. Da haben wir schon wieder unsere ganze Munition hier verballert. Also hier oben ist mal nichts. So, dann gehen wir mal hier unten gucken. Irgendwo muss doch hier der Schockjockey liegen. Ah, da. Sehr wahrscheinlich da, wo es leuchtet, wie bescheuert. Lohnt sich das? Mach mal auf. Ja. Okay. Oh, you're not gonna outlawyer me on this one, Ryan. You knowingly promoted Old Man Winter with the implication it produced. Ja, ja, muss er gleich weiter erzählen. Ich. Ice, not dry ice. The ice sculpture we commissioned for this year's gala at the Cashmere stands where we left it a month later. All 2,500 pounds of it. And who's still footing the room rental? Oh, not you, you son of a bitch. You son of a bitch. Okay, ich habe nur das böse und schlechte Gefühl, wenn wir hier das tolle Ding hier nehmen, dass uns dann hier ja die Hölle auf uns einstürzt. Keine Ahnung. Also hier ist dann, hier boxt der Papst dann bestimmt ohne Mundschutz. Weil irgendwie, keine Ahnung. Wie kommt denn hier auf die Idee? Macht hier alles kaputt, außer diese bescheuerte Flasche, die hier so auf dem Präsentierteller steht. Muss keiner so wirklich verstehen. Okay, aber ich mache dann an der Stelle gerade dann Schluss. Und, ja. Dope hier mich beim nächsten Mal
irgendwie. Ich hoffe, keiner will dann einen Urintest von mir haben. Also bis zum nächsten Mal.